Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir besprechen heute als letzten Tagesordnungspunkt dieser Woche eigentlich die großen Zukunftsfragen der Welt und damit ja eigentlich auch die wichtigsten Fragen, leider ganz am Ende der Sitzungswoche. Es geht um globale Ziele, die sich die Weltgemeinschaft ab 2015 gemeinsam stecken will. Es sind die sogenannten nachhaltigen Entwicklungsziele. Englisch heißen sie Sustainable Development Goals und werden dann allgemein abgekürzt als SDGs. Das sage ich jetzt für alle, auch für die Gäste, weil ich mir sicher bin, dass viele noch nicht davon gehört haben. Es wurde aber jetzt im Rahmen der UN-Generalversammlung, die ja auch tagt, wurden diese Ziele vorgestellt, ein erster Entwurf. Es geht um 17 nachhaltige Entwicklungsziele und natürlich ganz oben steht die Armut überwinden. Wir müssen die weltweiten Ressourcen schonen, den Klimaschutz vorantreiben und die Ungleichheit, die weltweite Ungleichheit bekämpfen. Und es geht um Zielvorgaben, die für die Länder des Südens, aber genauso für die Industrieländer gelten sollen. Wir haben dazu einen Antrag eingebracht, schon noch vor der Sommerpause, also einigen Monaten, weil es uns vor allem darum ging, das hier auch im Parlament zu diskutieren. Denn die erste Frage ist ja die Frage der Partizipation, der Beteiligung. Und alle waren sich eigentlich einig, Regierungen, gab es viele Verlautbarungen, ja, wir wollen eine ganz große, breite Beteiligung, um eigentlich die Entwicklung unserer Gesellschaften. Und da muss ich sagen, haben wir jetzt zwar Ziele vorgelegt bekommen, auch mit Beteiligung, aber wenn ich hier frage von Ihnen, wer hat schon mal von diesen Entwicklungszielen gehört, würde ich mal behaupten, die wenigsten. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt. Wenn wir über so wichtige Fragen diskutieren, braucht es viel breitere Diskussionsprozesse und ernsthafte Beteiligung der Bevölkerung und Zivilgesellschaft. Wir haben Vorschläge gemacht, in die Schulen damit zu gehen, in die Universitäten, in die Kommunen. All das wäre wichtig, um einen breiten Diskussionsprozess anzustoßen, weil ja nachher auch die Menschen davon betroffen sind, wie ihr Lebensstil zum Beispiel aussieht, was wir konsumieren. All das sind wichtige Fragen. Das diskutieren wir mit Schulklassen, aber es ist doch auch wichtig, das institutionell zu verankern. Und da hätte ich mir von der Bundesregierung gewünscht, dass sie doch einen viel breiteren Prozess anstößt und es nicht nur auf NGO, auf Nichtregierungsorganisationsebene macht. Das ist wichtig, aber das sind immer spezielle Gruppen und das viel mehr in die Öffentlichkeit trägt. Und ich denke, da muss man mehr machen. Uns geht es vor allem, wenn ich mir die Ziele jetzt anschaue, um die Frage der sozialen Ungleichheit. Das ist die größte Herausforderung. Wir kennen zum Teil die Zahlen. Ich will noch mal eine nennen. 85 der reichsten Personen, also weltweit, besitzen ungefähr so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Und ich denke, diese Zahl spricht für sich. Und deshalb ist auch unsere ganz große Forderung, wir müssen den Kampf gegen die soziale Ungleichheit weltweit und auch in unseren eigenen Gesellschaften an die erste Stelle stellen. Ein Punkt wundert mich auch sehr. Es gab Kritik bei den vorherigen Zielen, die ja 2015 auslaufen, Millenniumsentwicklungsziele, die Frage des Friedens. Das ist jetzt in den neuen Zielen auch kaum thematisiert. Und wir sehen doch weltweit die Kriege und Krisen. Wir wissen ja gar nicht mehr, welche Kriegsregion wir zuerst schauen sollen. Und deshalb hatten wir von Anfang an gefordert, die Frage der Friedenspolitik muss in die Entwicklungsziele aufgenommen werden. Frieden und Entwicklung sind zwei Seiten einer Medaille. Und ganz konkret haben wir gesagt, es muss um Rüstungsexportfragen gehen und es muss um Abrüstungsfragen gehen. Wenn wir über 1,2 Billionen Rüstungsausgaben weltweit haben, dann können wir die umwidmen in Entwicklungsausgaben. Und das ist die zentrale Herausforderung. Wir brauchen das Geld für Entwicklung. Wir haben hier noch einen zweiten Antrag vorgelegt mit den Grünen gemeinsam, was ich sehr begrüße. Und auch ganz aktuell liegt der jetzt vor, weil wir eine Deadline haben nächste Woche, 1. Oktober. Wir haben diesen Antrag dazugelegt, weil es da um Handelsfragen geht. Und das sind die entscheidenden Fragen, wenn wir soziale Ungleichheit bekämpfen wollen. Und genauso wie die Menschen jetzt sich sehr engagieren gegen TTIP,
das Abkommen mit den USA, Freihandelsabkommen, gibt es aber auch andere Wirtschaftsabkommen mit den Ländern des Südens, vor allem den afrikanischen Ländern. Und die haben sich jetzt 12 Jahre gewehrt gegen dieses Ansinnen der Europäischen Union, solche Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zu machen, die bedeuten würden, große Öffnung ihrer Märkte, Liberalisierung, gleicher Zugang zwischen EU und afrikanischen Ländern. All das bedroht massiv die Existenz von Kleinbauern und viele Arbeitsplätze. Und deswegen haben wir ja von Anfang an gesagt, wir wollen diese Form der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen nicht. Wir wollen neue Mandate, die wirklich die selbstbestimmte Entwicklung in den Ländern stärken. Jetzt geht es um die Deadline nächste Woche. 1. Oktober hat die EU gesagt, wer bis dahin nicht unterzeichnet hat an die verschiedenen afrikanischen Ländergruppen, für den fällt der zollfreie Zugang weg. Und es betrifft einige Länder, ganz konkret Kenia. Gelten jetzt als Mitteleinkommensland bei der EU, haben sich viel aufgebaut in den letzten Jahren. Und jetzt soll ab 1. Oktober dieser Zugang wegfallen, wenn sie nicht noch unterschreiben. Das ist eine reine EU-Erpressungspolitik und die lehnen wir ab. Und deshalb fordern wir, dass dieser Zugang über den 1. Oktober hinaus aufrechterhalten wird. Und, das möchte ich noch zum Schluss erwähnen, es geht um 500.000 Arbeitsplätze im Blumensektor, die konkret davon betroffen wären, dass Zölle auf den Export von Blumen erhoben würden und vor allem in erster Linie auf viele gerecht gehandelte Fairtrade-Blumen, die unter anderem auch mit deutschen Entwicklungsgeldern diese Strukturen aufgebaut wurden. Und das können wir wohl als Entwicklungspolitikerin hier nicht unterstützen, dass die EU hier eine Erpressung macht und Projekte, die mit deutschen Entwicklungsgeldern und EU-Entwicklungsgeldern aufgebaut werden, dadurch von der Existenz bedroht werden. Deshalb bitte ich die Bundesregierung, setzen Sie sich dafür ein, dass der zollfreie Zugang für all diese Produkte aus Kenia über den 1. Oktober hinaus erhalten bleibt. Danke. Als nächster Redner spricht Tobias Sech.